Herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir unsere Heizkosten auf unter 300 Euro jährlich senken konnten. Dazu eine kleine Vorgeschichte. Vor etwas mehr als 2 Jahren haben wir überraschend die Möglichkeit erhalten, von einer Wohnung in der Stadt in ein großes Haus am Land zu ziehen. Klingt gut? Ja, allerdings, da gab es ein paar Probleme. Der Umzug in ein Haus am Land war schon immer unser Traum, doch alles musste sehr schnell gehen. Wir hatten nur 14 Tage Zeit, die Wohnung zu kündigen, den Umzug zu planen und durchzuführen und beruflich alles zu regeln. Eine echte Monsteraufgabe. Vor allem, weil das Haus in keinem guten Zustand war und wir nicht doppelt Miete zahlen wollten. Und da war ja auch noch das Problem mit der Heizung. Im Haus war eine ca. 30 Jahre alte Holzheizung verbaut. Die Installation war, gelinde gesagt abenteuerlich. Man könnte es auch Wahnsinn nennen. Das Haus war ungedämmt. Wir hatten bisher eine Gastherme, nun mussten wir uns also komplett umstellen. Wir brauchten jede Menge Brennholz, hatten allerdings noch nie einen Baum gefällt. Und die Preise für fertiges Brennholz waren astronomisch hoch. Trotzdem hätte uns gar nichts Besseres passieren können. Denn seither heizen wir so günstig wie noch nie. Der Wald hinter dem Haus war nicht Teil des Pachtvertrags, einfach so einen Baum fällen ging also auch nicht. Und selbst wenn, das Holz müsste erst einmal etwa ein Jahr trocknen, bevor man es verheizen kann. Doch im Wald lagen jede Menge umgestürzte Bäume, abgerissene Baumwipfel und große Äste herum. Das alles einfach verrotten zu lassen, wäre wirklich Verschwendung gewesen. Machen wir es kurz, wir sprachen mit unseren Verpächtern und durften dann das herumliegende Totholz nutzen und auch beschädigte bzw. vertrocknete Bäume fällen. Ohne entsprechende Erfahrung ist das gar nicht so einfach und auch nicht ganz ungefährlich. Also am besten macht ihr einfach nichts von dem nach, was ihr hier in unserem Video seht. Jedenfalls haben wir anfangs das Holz mit der Akkukettensäge geschnitten und mit dem Schubkarren zum Haus gekarrt, um es dort zu spalten. Glaubt mir ruhig, Spaß macht das keinen. Da wir für den Winter sowieso einen Traktor zum Schneeräumen brauchten, haben wir einen kleinen Soli 26 gekauft. Damit konnten wir dann kleine Bäume direkt aus dem Wald ziehen oder in Stücke geschnitten bequem mit der Lade zu unserem Holzplatz bringen. Außerdem haben wir uns noch eine benzinbetriebene Motorsäge gegönnt, die brauchten wir sowieso für die Firma, so war die Arbeit schon um ein Vielfaches einfacher. Da wir nicht sicher waren, wie viel Holz wirklich zusammenkommen würde und wie lange wir es eventuell noch trocknen mussten, suchten wir nach einer weiteren Brennholzquelle. Die war zum Glück schnell gefunden. Zu unseren Kunden gehören unter anderem auch Baumärkte und große Firmen. Dort fallen immer wieder größere Mengen an Abfallholz an. Meistens sind das Staffeln aus weichem Holz, die beim Transport die Ware schützen sollen. Dieses Holz wandert normalerweise direkt in den Müllcontainer. Bei einigen Kunden dürfen wir uns dieses Holz kostenlos mitnehmen. Übers Jahr kommt eine schöne Menge zusammen. Da wir sowieso regelmäßig zum Arbeiten vor Ort sind, entstehen uns so auch keine zusätzlichen Fahrtkosten. Nun haben weder Totholz noch Weichholzstaffeln einen besonders hohen Brennwert. Doch beides kostet uns nichts, bis auf ein paar Liter Benzin bzw. Diesel. Insgesamt kommen wir so auf etwa 300 Euro pro Jahr oder 25 Euro pro Monat. Günstiger kann man nun wirklich nicht mehr heizen. Zumindest dann, wenn man bereit ist, Zeit und Kraft zu investieren. Zum Vergleich, in der Wohnung hatten wir nicht einmal die Hälfte der Fläche und kamen trotz sparsamer Nutzung und guter Außendämmung auf über 80 Euro pro Monat. Wir benötigen pro Jahr zwischen 15 und 20 Raummeter Holz zum Heizen und für Warmwasser. Da kommen natürlich schon ein paar Stunden Arbeit zusammen, für uns lohnt es sich aber auf jeden Fall trotzdem. Nebenbei ist es noch ökologisch sinnvoll, da wir nur Holz nutzen, das sowieso entsorgt werden würde bzw. verrotten würde. Mir ist schon klar, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, mit Holz zu heizen, trotzdem wollte ich euch unsere Heizmethode nicht vorenthalten. Für heute war es das aber auch dann schon wieder, danke fürs Zuschauen und bis bald.